bisschen Talerchens und so. Aber da hinten war doch auch noch was. Ja, war das. Wir gucken gleich nach deiner Öffnung. Das war jetzt... Ne? Also, es sollte sich jetzt nicht... Ach, komm. Ich habe mich jetzt eh schon reingeredet. So. Eine Öffnung. Wir müssen sowieso hier hoch. Eine Öffnung. Hörst du das? Was ist das? Wird sich zeigen. Bleib in meiner Nähe. Eine Hexe? Guck doch mal. Okay, hat nicht geklappt. Wir gehen also auf den gruseligen Gesang zu. Why not? Hallo? Okay. Da. Hey. Oh, okay. Schieß drauf. Alter, das Ding weicht aus. Noch nicht bereit, leider. Warte. Das Ding haben wir gleich. Schieß drauf. Wunderbar. Neuer Tötungsauftrag. Eine Wiedergängerin. Okay, habe ich mir aber jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schwieriger vorgestellt. Also das mit dem Fernkampf, das klappt, ne? Ich könnte ja vielleicht irgendwann mal... Wir haben ja bald... Ich muss mal ganz kurz prüfen. Waffen. Haben wir da eine neue Rune? Da haben wir jetzt nichts. Wir können aber... Was haben wir denn hier? Das Schild. Ah, wir haben noch andere Schilder. Warte mal. Vergleich. Magisches Schild. Zwei Dinge, die wir geschmiedet haben. Okay. Wir nehmen einfach mal... Ich nehme mal das Schild hier. Ich weiß jetzt nicht, ob mir das wirklich was bringt. Das haben wir alles schon gewechselt. Ach, der Kleine, der hat ja auch noch Klamotten, ne? Den machen wir mal die schwarzen Klamotten. Wirkt, nehmen sie mehr Schaden. Ah, verstehe. Gut, dann haben wir... Das schon mal ein kleines bisschen ausgerüstet. Läuft. Und beim Bogen... Hab ich da noch einen Bogen? Nee, da habe ich auch keine Runen mehr. Gut, muss ich mir mal merken, dass ich die Dinger überall einsetzen kann. Aber Runen werden wir jetzt, glaube ich, nicht so auf dem Boden finden. Das wird, denke ich mal, irgendeiner Kiste immer sein. Rüber da. Warum hat sich der Mann bei unserem Haus angegriffen? Ich sagte doch, Junge, ich weiß es nicht. Ja, dieser... Da hinten ist... Ja, wir gucken gleich hin. Ich muss mich mal... man weiß hier echt nicht, wer hier noch lebt und wer nicht, oder? Ich mal, guck mal ganz kurz hier rein. Was haben wir denn da Feines? Was war das? Okay, Stahl. Wer von euch lebt jetzt überhaupt hier eigentlich noch? Ich muss mal ein bisschen durchprüfen. Wir gucken uns noch mal ganz kurz um. Oh, du lebst! Lass mich noch in der Truhe! Wenn das noch Ketten... Hier ist noch einiges! Warum soll ich denn jetzt da hinten rausgehen, wenn hier noch Gelumpe rumliegt? Warte mal. Wir schauen erstmal hier ganz kurz lang. Weil irgendeiner von denen wird, denke ich mal... Ja, da war einer. Noch zwei. Und ich hab den... Oh, warte mal. Warte. Du schießt doch wieder gegen die Wand. Bengel. Na komm her. Geht doch gleich. Oh, warte. Warte. Ah, vielleicht steht der den hier im Weg. Komm mal zurück. Hinter ihm ist, glaube ich, auch noch was, oder? Ja. Ich bin bereit. Warte. Ich aber noch nicht. Ich muss hier noch ein bisschen... Aua. Ach komm, leck mir hier am Arsch. Ey, ich habe das Schild gedrückt. So. Mach den mal da... Mach mal weg. Ja, mach mal...
Komm, komm. So, das hast du richtig gut gemacht. Außer warum krieg ich immer auf die Fresse? Da ist noch ein Kind. Na, komm. Schieß. Du darfst. Kann ich jetzt eigentlich mit R3 mal testen? Nicht? Okay, dann halt nicht. Einmal kaputt machen. Jetzt bin ich schon wieder auf die Taste gekommen. Ich bräuchte ein klein wenig Light Energy. Einen Energy, bitte. Auf falsche Zeit, oder? Ich muss irgendwo noch. Da, siehst du. Wer sucht, der findet. Da hinten können wir noch hoch. Jetzt haben wir. Hier, Junge. Jawohl. Sofort. Randa. Diese Sprache habe ich schon mal gesehen. Wissen hinzugefügt. Neue Schriftrolle gefunden. Ich glaube, fürs Let's Play würde euch das jetzt, glaube ich, nicht interessieren. Das mache ich in der Folgenpause. Dann gucke ich mir den ganzen Schnodder mal an. Und dann kann ich euch dann halt besser berichten. Wir gucken erstmal hinten zu dem großen. Was das? Alles looten, 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 looten. Schauen wir noch ein bisschen Lebensenergie. Sollten wir vielleicht einiges aufsparen. Eine versiegelte Truhe. Da ist bestimmt etwas Gutes drin. Das, wage ich nicht zu bezweifeln. Aber wir müssen das Ding irgendwie öffnen. Machen wir uns mal ein bisschen schlau. Du hast gesagt, dass man uns vielleicht ausrauben will. Ich töte jeden, der das versucht. Ich habe keine Angst. Wenn wir auf Menschen treffen, hältst du dich raus. Verstanden. Aber ich kann jetzt... Du hältst dich raus, Junge. Sprech nicht mehr davon. Okay, hier sind noch so irgendwelche Siegel, die wir kaputt schmeißen können. 1 von 3. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Bonus-Ding oder sowas. Aber da wird ja einer bestimmt da unten oder so sein, oder? Würde ich zumindest als Spieleentwickler irgendwie machen, um alles auf einen Haufen zu stellen. Vielleicht sieht man das von der Truhe aus. Du musst doch irgendwo das... Ja, ja, warte. Ich guck mal ganz kurz... ich muss mal erstmal hinten die eine Brücke nochmal runterkloppen. Dann schauen wir. Da hinten, oder? So weit komme ich nicht. Ah, dass das Ding auch immer so genau zurückkommt, ne? Ja, ich habe die andere Rune gesehen. Ich kam bloß nicht an. Prüfe mal ganz kurz. Da gehen wir mal. Nur stracks. Da ist sie doch. Genau. Das war das Letzte. Auf die Hütte. Und Randa. Eine Rune. Eine Apfelrune. Legendär. Apfelgesammelte Erholung. Maximale Gesundheit benötigt. Okay. Wahlspeise der Götter. 9 Äpfel. Magisch verschlossene Truhen. In der Welt. Für jeweils 3 gesammelte wird die maximale Gesundheit erhöht. Ach, so läuft das. Also müssen wir die Dinger suchen, um uns ein bisschen zu boosten. Gut. Da muss man bloß immer ein bisschen auf die Truhen Acht geben. Wenn ihr irgendwo solche Truhen gesehen habt und ich die nicht mitgekriegt habe, bitte in die Kommentare schreiben. Ach, scheiße. Jetzt haben wir ja wieder so einen, ne? Ich kann auch nicht. Ah, scheiße, die Dinger funktionieren leider nicht. Ja, ja. Komm, den musst du fertig machen. Da kann ich nicht viel machen. Kannst du mal... Ja, komm. Schieß uns bei... Ja, immer in den Kopf. Genau. Ich bräuchte da irgendwie Feuerruhen oder sowas. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich hab's gleich. Nee, das funktioniert gar nicht. Jetzt nochmal. Oh Gott, das funktioniert... Ja, ich weiß, die ist... Vielleicht kann ich ja dich verprügeln. Warte mal. Genau! Na, warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Einfach verprügel den Vollidioten, dann stecke ich die Axt halt ein bisschen weg. Nice. Ach, jetzt muss ich sogar noch in so einem Let's Play überlegen, was ich überhaupt tue. Kommen wir da rein? Kommen wir da rein? Kommen wir da rein? Kommen wir da rein? Kommen wir? Nee? Kommen wir nicht? Scheibenkleister. Was? Weil da hatte ich ja die. Da hatten wir ja diese super Idee, ne? Hau ab! Kommt da noch so einen anderen Spacken?
Da kümmern wir uns. Mann! Ja, Schnauze voll. Komm, den Rage Mode, den haben wir sowieso immer. Der ist hinten runtergefallen. Halt einfach deine Fresse. Wo ist das? Da. Oh, es ist der Rage Mode vorbei. Oh Gott, warte. Wir müssen hier weg. Oh, er kriegt nur auf die Fresse. Ich hab dir das Ding in die Schnauze geworfen. Warte. Nice! So macht man das. Er hat es überlebt! Was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Weg mit dir! So, jetzt zu dir da hinten. Du gehst nämlich gerade richtig hart auf den Sack. Ja, aber ich habe hier hinten noch ein Problem. Aber nicht für deine Pfeile. Feuer! Da war eine Rune, glaube ich. So. Komm! Bildest du mir das ein oder werden die sterben? Guter Kampf. Ja, also ich finde, die werden ein bisschen stressiger mittlerweile. Gott. Jetzt haben wir unseren nächsten Boost schon wieder voll. Aber wie? Folge mir. Wir müssen darauf. Wir müssen auf. Wo könnte jetzt. Kann ich dich darüber schmeißen? Das würde doch eigentlich. Komm, du kannst Berge versetzen, aber nicht deinen eigenen Sohn wegschmeißen. Gut, dann. Verspichtung. Warte. So. Sehr gut. Ja, also ein kleines bisschen kann ich auch noch überlegen. Nur ganz kleines bisschen. So. Ey, wo rennst denn du schon wieder hin? Da drin sicher? Glaubst du, hier draußen ist es sicherer? Also, es sieht sehr sicher aus. Ich meine, wenn hier so viele Tote sind, dann sind die ja tot. Die können ja nichts mehr tun. So, einmal ran da. Was haben wir? Ein bisschen Stahl. Hier war nichts drin. Doch, ein bisschen Silber. So, mein Kleiner. Ich glaube, jetzt gleich gibt es richtig auf die Fresse. Denke ich mir mal. Hier so. War's nicht. Jetzt! Sind das Hellläufer? Sie sind unberührt. Sieh doch. Los, macht schon mal Feuer! Sigmund, die Messer! So viele Tage ohne Fleisch. Wir? Hinter mich. Und wenn sie sich auch verwandeln? Wir müssen sie am Leben halten. Ihr Fleisch abschaben. Immer nur ein bisschen. Diesen Kampf kämpfe ich allein. Na gut. Hat er für eine Chance? Warte. Du stehst dahinter, du Arsch. Der hat beschissen. Alter, voll in den Hals. Atreus! Junge! Verschließ dein Herz davor.
Komm jetzt. Vor uns liegt eine weitere Reise. Warte hier. Ich erledige das. Oh, nee, oder? Gott. Ey, du hast doch deinen Kumpel eingeschlagen. Ey, warte mal. Warum kann ich die Spezialattacke nicht machen? Wobei. Gut. Jetzt kann ich ja eigentlich... Wo ist er hin? Ach, da. Es ist vorbei. Ich will hier weg. Dann beruhige dich. Wir müssen einen Weg nach draußen finden. Ja, die Kette. Irgendwie stehen die wieder auf. Was für eine Kette. Da. Achso, die muss ich bloß oben runterschuppen. Los, Kleiderband. Wo bist du? Hallo? Soll ich oben gegenwerfen? Nee, eigentlich müsste ich ihn da hochschmeißen, oder? Oder? Ich treffe mich. Wo ist der? Wo ist denn? Immer ein Weg nach draußen. Ja, ja, ich würde ihn gerne irgendwo hochschmeißen. Hier. Was? Hier? Achso, hier. Ach, Mann. Lass die Kette runter. Mach ich. Na los. Lauf. Zieh mal Finger bitte. Zweideutsches Fernsehen. ZDF. Zieh den Finger. Atreus. Die Kette. Die Kette, klar. Hallo? Du denkst zu viel nach, Junge. Lass es gut sein. Er hätte dich getötet. Ich weiß, ich musste es tun. Das weiß ich. Es ist nur... Dann gehen wir nach Hause, Junge. Was? Einfach aufzugeben. So kurz nach dem Start. Moment, nein. Ich gebe nicht auf. Ich schaffe das. Ich muss nur erstmal, naja, durchatmen. Na los, komm, ich bin bereit. Na gut, ich denke mal, für so einen kleinen Wanst, also für Kind, ist das ganze Töten gerade bei Menschen nicht ganz so einfach. Also bei einem Monster, ja, aber Menschen, ne? Das ist mal wieder was ganz anderes. Da sind emotionale Bindungen zu einer Lebensform, die sich ja auch mit dir unterhalten könnte. Könnte. Sollte wohl bemerkt sein. Gott. Hör mir jetzt zu. Um ein guter Kämpfer zu sein, darf man kein Mitleid mit seinem Gegner haben. Der Weg vor uns ist lang und unerbittlich. Kein Ort für einen Jungen. Du musst ein Krieger sein. Ich verstehe. Was haben wir hier? Irgendwie ein Pfeil? Seht ihr das auch? Da? Pfeil nach da. Ich höre Menschen. Ich muss aber ganz kurz nochmal... Ganz kurz was schauen.